Guten Tag! Yay! Meine Herren! Will und Bob und who? And what? Plevka! Geil! Wir haben einen Gast heute am Start. Den feinsten aller Plevkas. Ich schiebe das alles in die Haare. Einzig fucking waren Jan Plevka. So geil. Es ist eine wundervolle Freude für uns beide. Für mich auch. Wir machen heute was ganz Besonderes, ein Interview wieder für euch. Wir haben ein Urgestein aus dem Studio Heizkeller vorausgehenden Lokschuppen-Dynastie. Yes, wir ziehen uns die großen Musiker nach heute und nach in den Keller, in den Studio Heizkeller. Haben heute dabei den stadtbekannten Sangesknaben und Gitarrenheinrich Jan Motherfucking Plevka. Plev meist Bert. Oder so. Na, Plevka, sag doch auch mal was. Nee. Was geht ab bei dir? Ich weigere mich. Na gut. Bei mir, was da so abgeht. Eieiei. Ja, einiges, ne? Du hast ja Bands auch, ne? Ja. Erzähl doch mal erstmal so deine ersten Banderfahrungen, so, die du gemacht hast. Wie bist du überhaupt an die Musik gekommen? An die Musik rangekommen. Ja, meine Mutti hat immer so. Die hat wirklich sehr viel Barry White gehört. Muss ich sagen. White. Aber auch viel Michael Jackson. Ah, geil. Ja, coole Mutti. Aber auch Snap, leider. Und ich auch. Snap? Das kennt ihr Snap? Die 90er Jahre, oder nicht? Richtig. Ist das nicht die Autoscooter-Mucke? Ich kenne Snap tatsächlich nicht. Nee. Es gibt Thrash-Metal und es gibt Trash-Music. Oh Gott. Und das zähle ich zu Trash-Music. Yes! Du hast auch einen ganz besonderen Musikgeschmack schon immer gehabt, oder? Vielleicht. Also von mir aus gesehen. Du warst immer schon so ein bisschen schräg irgendwie, ne? Ja. Wann ist das dir aufgefallen, dass so ein Viervierteltakt und ein bisschen Akustikgitarre am Lagerfeuer spielen nicht alles sein kann? Wann wolltest du dämonische Musik machen? Sofort. Nach Snap. Gib mir mal die Gitarre. Nee. Was war denn deine erste Band, die du hattest? Meine erste Band? Wie hieß sie? Wow, oh, krass. Wir gehen richtig tief zurück. Wie alt warst du? 4, 5, noch ein bisschen älter vielleicht. Ich erinnere mich an widerwärtige Keller-Sessions. Damals auf den Gitarren auch nur so rumgerollt. Yes. Also wenn ein Mensch anfängt zu gehen, dann haut er sich auch manchmal oft auf die Fresse. Und wenn ein Musiker, der noch kein Musiker ist, das sein will, dann... Das ist ja normal. Ja. Das habe ich mein Leben lang schon. Da klangen Schürze besser. Ne? Das ist aber hart jetzt. Aber das ist der Werdegang. Ich glaube auch, aber wir waren beim Namen stehen geblieben. Also an den ersten Namen erinnere ich mich tatsächlich null. Hatte das schon eine Musikrichtung oder war das einfach, wir gucken mal, was wir machen? Rockmusik. Yes, das war einfache Zeit, als das noch alles Rock war, oder? Ich wusste nicht mal, was Takte sind. Yes. Aber das war auch gut. Dann habe ich irgendwann eine Gitarre geschenkt gekriegt zum 40. Geburtstag von meinen Elders. Und das... Da ist angefangen. Das hat es besiegelt dann. Da habe ich die dann richtig mitgenervt. Ja, ich habe auch so ein Gitarrenbuch geschenkt gekriegt. Waren so Beatles-Songs drin. Ich habe auch einen angefangen und dann habe ich das Buch in die Ecke gekloppt. Keinen Bock gehabt auf Noten lernen und nachspielen. Nee, genau. Also Beatles fand ich zwar nicht total scheiße, aber hat mich nicht dafür interessiert, Sachen nachzuspielen. Das ist auch gerade hier im Lokschuppen ja sehr lange verpönt gewesen, auch so ein bisschen das Covern von Sachen. Also es ist ja immer noch. Entchen, das habe ich richtig gerne nachgespielt. Alle meine Entchen ist aber auch... Das ist ja aber auch nur eine Tonleiter rauf und wieder runter, ne? Ich fürchte ja. Das ist allgemeines nationales Volksgut, das relativ Lied. Nämlich tatsächlich auch eins der ersten Dinger, die ich auf der Gitarre dann lernen durfte. Alle meine Entchen. Durfte, ja. Ja. Ich habe auch... Enten erlaubt. Hab auch nämlich erst irgendwie, meine erste Berührung mit der Gitarre war, okay, das ist die C-Dur-Tonleiter, die gehst du jetzt rauf, geil, jetzt gehst du die wieder runter. Und dann habe ich das ein halbes Jahr nicht mehr gemacht. So. Ich hatte das mit dem Keyboard das Gleiche. Ist ja eine Leiter, ne? Geht man rauf, genau. Man rauf und runter. Mehr macht ja, und dann ist das so wackelig nicht da oben und dann traut man sich nicht mehr, sich zu bewegen und dann ich ist man da halt da jetzt. Ja. Verständlich. Aber da hat sich ja auch nachher was gefestigt. So Musik ist ja bei dir ein großer Teil im Leben geworden. Unweigerlich, würde Herr Lüdicke jetzt sagen. Ja, okay. ein kleiner Insider. Aber also ich kann mich nicht dagegen wehren. Es passiert einfach. Und wenn ich die Gitarre nicht in der Nähe habe, fühle ich mich auch ganz nervös. Mm. Ganz zittrig. Das ist ein bisschen die Mauer vor dem Volk. Es ist halt einfach so geil, sich irgendwo hin zu projizieren. Und wenn du lernst, dass du mit einem Instrument das am ehesten machen kannst, und wenn du keins hast mit der Stimme, dann wird es
interessant. Oh, das geht direkt in diese ganz tiefen, fast spirituell musikalischen Ebenen. Man verliert sich selbst und... Ich mag deine Perspektive, wie du das sagst. Ja, es kommt ja ein bisschen in das sich selbst in den Takt verlieren, in die Musik verlieren. Ja, absolut, das ist super geil. Ja, insbesondere, wenn man wirklich sagt, okay, ich projiziere jetzt. Das hast du schön gesagt, ja. Das ist ja quasi, das ist ja ein Commitment. Ja, man macht das aktiv, ne? Das ist so mehr so ein, man lässt sich nicht einfach fallen, man macht das schon auch aktiv. Irgendwie schon, genau. Ich glaube, bei dir, Schrumpfi, war das ja irgendwann mal so, du hattest ja... dich, glaube ich, ein bisschen dagegen entschieden, das so aktiv zu entscheiden, ich mache jetzt Musik. Ja, so. Ja. Und ich glaube, das ist auch gesund. Aber das könnte ich zum Beispiel. Habe ich auch wieder angefangen mit. Das war wirklich so auch so ein Dreijahresding nur, aber das war schwer genug. Das hast du dir ja aber wirklich ganz bewusst auch vorher zurechtgelegt gehabt, ne? Vielleicht kann man da kurz eingreifen. Ja, das kann man direkt da reinhauen, weil das. Ich habe das tatsächlich zum, ich sag das knallhart auch zum Energieaufbau. Ich hatte so viele Baustellen um mich rum, die so wichtig waren irgendwie. Denn genau das, was du hast mit der Gitarre, habe ich irgendwie mit ein bisschen auf Schlagzeugen rumprügeln und sowieso Sticks hatte ich halt auch. Und ich werde halt hibbelig, wenn ich das nicht habe. Ja. Aber wenn du die Energie umleiten kannst, das ist schwer. Aber wenn du das hinkriegst, dann hast du halt diesen Boost davon dahinter. Deswegen habe ich das 3 Jahre lang mal eine Zeit lang nicht gemacht. Ja. Yeah. Hat wirklich geholfen. Also du hast eine andere Wertschätzung dann auch wieder, glaube ich. Ja, die Pause tat schon gut. Man hat das, glaube ich, immer, wenn man längere Zeit sein Instrument nicht gespielt hat, sowieso so ein kleines Level up. Boah, ich drehe dann immer voll. Ja. Ich glaube, das ist total scheiße, was ich dann mache, aber ich finde es irgendwie geil. Ja, aber kommt wieder reicht. Rein. Also, ich hatte das beobachten können. Das war ja an dem Tag oder kurz nachdem du wieder angefangen hast, hat ein anderer gemeinsamer Bekannter von uns dreien irgendwie zum ersten Mal wieder Gitarre gespielt, so nachdem er irgendwie jetzt lange Zeit weg war und unterwegs gewesen ist. Und mir ist auch aufgefallen, so der ist einfach dann technisch nicht so gut, weil klar, die Übung fehlt jetzt ein bisschen, aber. Ja. Das ist mir bei dir auch aufgefallen, ihr wart einfach beide unglaublich ausdrucksstark. So. Da ging einfach beides, war einfach absolut hörbar, wohin das sollte und wie das klingen sollte und was da für ein Verständnis von Musik hintersteckt. Was war denn das von unserem... Lob irgendwie, danke. Obwohl, wenn es keins war, dann sage ich mein Danke zurück. Nee, doch, also ist es. Und also zumindest ist es maximal faszinierend mit anzuhören, einfach. Weil das eine Art ist, auf die Musik entsteht, die man so nicht alle Tage hört. Weil die meisten Leute, die halt Mucke machen, die machen das eben regelmäßig und haben dann eine gewisse Routine. Und wenn diese Routine dann wegfällt, dann kannst du nur, glaube ich, wirklich aus dem Moment schöpfen, was du hast. Und was war denn deine längste Zeit, Plefka, wo du so komplett musikfrei, also aktiv musikfrei warst, seit du angefangen hast so richtig? Gab es da eine Zeit, wo du wirklich das mal schleifen gelassen hast? Oder war das so, seitdem du Feuer gefangen hast? In der Türkei? Wo die Gitarre auf dem Zimmer war. Okay. War das ein Urlaub? War das ein oder Urlaub? Wie kommst du? Ich war kurz in der Türkei. Ja. Als Urlaub aber denn nur. Ja. Ja, aber gar nicht lange. Das ist schön. Nee, also immerhin. Ich kann es nicht lassen. Ich habe wirklich immer Musik gemacht. Und ich habe diese Pause nicht. Und ich brauche sie auch nicht. Weil es für mich eher so eine, weiß nicht, komplett freie Landschaft ist, so ein Spielplatz, wo ich überall rangehen kann, der verändert sich immer von alleine. Ja. Es ist einfach, kannst machen, was du willst, wenn du dich an nichts festhältst. Ich mag keine Genres, ich mag keine Schubladen, das ist alles Wurst. Das ist Wurstkram. Das unterstütze ich vollkommen. Das könnte ich so unterschreiben. Lecker, Wurstkram. Hast du eigentlich ein Signal, Max? Ja, nee, doch, das geht los. Das ist ein bisschen, raumig, aber... Das geht eigentlich. Ich wollte immer noch ein bisschen lauter und eigentlich brauchst du da gar nicht großartig rumfuchteln. Das ist. Tja! Hör auf damit! In Ordnung, einverstanden. Nee, doch, also das, ich kann mich nicht beklagen. Mein Signal ist ganz. Achso, hier. Mein Signal ist stark! Das sind aktuelle Bands und ich habe gerade ein ganz spannendes Release demnächst. Oha! Oh. Auf so einem, ich glaube, es ist ein Online-Label. Geisterasche heißt das. Und die Band hieß vorher Orb und heißt jetzt Antisof. Okay. Mit dem Herrn Christopher Duis an dem Drumset und dem Wolfram Eggebrecht am Bass. Und das ist so elektrische Gitarren, doll und hart und ungerade. Das ist irgendwie so eine progressive Art von oder Mischung aus Black Metal und wenn man so jetzt Schubladen auspacken will. Und so progressiven 70s Rock mit ganz düsterem Einschlag. Und es ist doch schon sehr hart und schnell. Mhm. Aber ich lege Wert darauf, so Gesänge und Chorgesänge heißt das. Yes! Damit reinzubasteln. Und das ist ganz spannend und das kommt am Ende April dann
in CD-Form geil. Und online raus. Und ich mache mir 2 Monate. Wen das interessiert, der kann sich aber jetzt auch schon ein bisschen was angucken im Internet von Antisof. Auf Bandcamp, ne? Ja genau, Antisof ja. eingeben und dann kriegst du was. Auf YouTube ist so ein Video, das wir gemacht haben zusammen, weil der Wolfram, ja, der schneidet Videos und macht gerne Videos und ist auch Schlagzeuger und ist aktiv und ziemlich straight edge. Also Kinders, ihr habt es gehört. Antisof. Check it out. Now. In allen Seiten, die ihr kennt, googeln und eingeben. Auf allen Seiten. Allen googeln. Seiten googeln, ja. Alles immer. Wir sind auch dumm, aber wir führen das gleich weiter. Wir müssen das auch sein. Kann man euch denn auch mal live sehen? Jetzt. In der nächsten Zeit eher nicht? Doch. Ich meine, es ist der 19. Mai in Solingen im Waldmeister. Das ist ja voll weit weg. Das wird dann noch rechtzeitig angekündigt. Ja, genau. Zwischenzeitlich vielleicht noch irgendwo anders oder danach oder so. Das ist immer noch nicht der Fokus, weil erst wenn wir so ein paar T-Shirts gemacht haben und die CDs da haben, überlegen wir dann auch nochmal ein paar Leute anzuschreiben. Vielleicht kriegen wir über Geisterasche ein paar Reviews oder so. Und dann sehen die Clubs auch, wo wir dann anfragen und zum Kreuze kriechen, zum Umgedrehten. Die schreckliche Bandarbeit. Ja, genau. Das, was kleinen Autos durch die Gegend fahren und stinken. Ja, oh Gott. Und bitte, manchmal können wir bei euch spielen? Bitte, 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 bitte. Ja, der lange Weg zum Fame irgendwann. Ja, aber das macht man ja nicht deswegen. Aber ein Techniker ist auch mir für den Arsch. Das ist das Schöne noch. Das kommt einfach aus mir raus und ich liebe es. Hört es euch an, verdammte Kacke. Yes. Hab ich schon. Das ist doch ein schöner Vorteil davon, wenn man das mit dem Muggelmachen gar nicht lassen kann, wenn das in einem drin ist. Denn kümmert einen gar nicht so sehr, wie das wirkt. Es geht gar nicht so sehr darauf, ob du damit Erfolg hast oder sonst was. Es geht wirklich darum, dass du Musik machst. Das ist eine Art Therapie auch für alles Mögliche, falls man sich mal. Also ich bin irgendwie immer gut drauf in letzter Zeit. Also ich brauche keine Therapie. Es ist dann vielleicht eher eine Therapie, um wieder schlecht drauf sein zu können oder so. Ja, das ist ein wichtiger Antrieb für Kunst, ne? Was ja auch seine Vorteile hat, ja, ich wollte es gerade sagen. Viele Künstler schwärmen vom Leiden. Das ist der eheste Punkt, um an Kreativität rumzukommen, und sagen viele. Kann ich teilweise bestätigen. So, ne? Führt zu einem Weg, der dich irgendwo hinbringt. Ja, auf jeden Fall. Es kann mir einfach niemand erzählen, dass er nicht irgendwie auch mal einen Abend lang oder 2 Abende lang am Stück irgendwie bei sich zu Hause in seiner eigenen Melancholie fast ersoffen wäre und das geil fand. Also, oder das nicht geil fand. Ja, also 30 Jahre. Oder wissen nicht, ob es passiert ist. Ja, klar, aber, ne? Ja. Yeah. Das ist so eine Offenheit zu sich selber. Das hilft aber auch. Ich glaube, Musik ist so eine schöne Art, sich nonverbal auszudrücken. Du kannst halt eine ganz andere Art und Weise an Emotionen ausdrücken. Naja, klar. Finde ich ja schnuggelig so. Ne? Das ist ja jetzt ein Podcast, der ziemlich spontan läuft, dass ihr euch dann auf das Thema Musik mit mir einschießt. Das ist irgendwie sweet. Es bietet sich an, oder das nicht? Ne? Das ist ja unbedingt, ja. Es ist so das prahlendste, strahlendste Ding im Raum gerade. Du darfst nicht aufstehen! Ich hau kurz auf eine Trommel. Fuck! Das war Musik. Wir müssen das mit Musik unterlegen. Wir können nicht nur drüber reden. Ja, genau. Das ist vielleicht eines der Beweissituationen gewesen. Dass der Mann tatsächlich Mugger ist hier. Er kann nicht nur reden. Er muss auch Musik machen. Ich sah seriös aus, als ich auf die Trommel gehauen habe. Hochgradig. Durchaus. In sämtlichen Bandprojekten würdest du sagen, dass es dir mehr Spaß bringt, einfach so drauf los Sessions zu machen? Oder Songwriting-Prozess? Oh, ich habe das Erstere eigentlich schon immer gewesen, aber ich lerne immer mehr zu schätzen, Songs zu gestalten, auch mit anderen Leuten zusammen. Aber ich schreibe schon ziemlich viel an der Gitarre rum, kriege dann so Ideen gesanglich. Mhm. Dann machen wir das Songkonstrukt fertig mit Drums und Bass, so klassische Herangehensweise, und dann kommt der Gesang einfach drauf. Yes. In verschiedensten Arten. Das ist auch cooles Songwriting dann. So, denn hat das so einen Session-Charakter ja fast schon, wie man da rangeht. Am besten das Verbinden von beiden. Ich kann mich an Sachen erinnern und Zeiten in Bands, wo das ganz, ganz stur auf Songwriting ging. Wir brauchen jetzt Songs, wir müssen Auftritte haben. Das hat immer die Songs, die du geschrieben hast, ein bisschen runtergedrückt. Ob man dieses Zeitproblem hatte nachher. Glaubst du, dass das geschaffene Problem. Ja, das selbstgeschaffene. Ne? Ja. Man schafft sich den Zeitdruck ja auch selber. Ich habe immer eine Theorie, dass Bands in ihren ersten Alben grundsätzlich besser sind, weil sie mehr Zeit haben und es einfach natürlicher kommt. Und danach hast du den Zeitdruck, ein Label im Nacken und alles Mögliche. Und dann musst du halt das im Job irgendwie so haben. Was?
genau das, was du sagst, Max, ein Vertrag dann auch genau. Ah. So eine Vereinbarung erzeugt enormen Druck, aber es gibt auch coole Personen, die damit umgehen können. Kennst du das aus erster Person auch? Bist du schon mal wirklich so vertraglich gebunden gewesen, dass du Content raushauen musstest in einer bestimmten Zeit? Also ich allein nicht, war ja eine Band mit dabei, okay. Aber es ist mir durchaus passiert. Ja, ich hatte ja andere Projekte auch noch in der Vergangenheit. Und das war sofort für mich ein Grund, davon wegzukommen wieder irgendwie. Also, und ich glaube, ich habe es auch bisher so durchgezogen. Die Idee, mit Musik Geld zu verdienen, hatte ich also nie so gelockt oder nur theoretisch gelockt. Niemals. Und dann die, nee, gar nicht? Gar nicht. Das ist schön. Das nicht ist eine Sekunde. Das kam straight raus. Ja. Der Sessel brennt auch nicht. Der Lügendetektor-Sessel. Der Lügendetektor. Nein, das kam straight raus. Verbrennungsanlage eingebaut. Die sind echt lieb hier zu mir. Also ich muss ja wirklich sagen, sehr gastfreundlich. Ja, ja. Wir müssen so ein bisschen, wir haben ja sonst nichts. Wir müssen mag auch diese wohlige Atmosphäre. Wenn du nichts hast, musst du freundlich sein. So, du kannst ja keinen anderen haben sonst. Das Ding ist einfach, wenn wir dich jetzt heute gut behandeln, so, dann haben wir mindestens einen garantierten View auf dem Interview, nämlich deinen. So ein wir breiten uns langsam aus, weil bei uns geht das nämlich genauso. Wir machen das ja auch nicht für irgendwas anderes, außer für Fame und Geld. Was lügen wir hier? Also sobald wir 100 Abonnenten haben, mache ich auf allen Videos die Monetarisierung an. Dann läuft überall Werbung. Achso, wie soll ich euch eigentlich ansprechen? Also ich kenne dich als Schrumpfi, ich spreche dich mit Schrumpfi an. Ich liebe diese Perspektive von hier auch. Wie du und möchtest, der Müllbeutel am schönsten und das Licht von draußen. Hammergeil. So wie immer. Ich und der Müllbeutel. Du kannst mich auch mit Herr Oberst ansprechen küsst oder euch, Nackenmann. Küsst euch. Nein, küsst dich. Müllbeutel. Oh. Da hängt direkt an der Garderobe neben der Jacke so ein, vielleicht für die Zuhörer ganz kurz als Kontext, da hängt direkt neben der Jacke so ein Müllbeutel mit ganz und viel Zeugs drin. Fragt uns bitte nicht, warum. Neben der Jacke Schrumpfi. Wir haben keinen Mülleimer und wir müssen halt unsere Müllbeutel dahin hängen, wo unsere Jacken hängen. Und manchmal verwechselt man das und hat den Müll an und friert. Manchmal haben wir einfach Müll an, ja. Was sind so die... Der neue Trend, Alter. Wir haben ja eben kurz so das Schreckliche der Bands-Sachen angesprochen und des Musikerseins, dass das Tourleben, das halbe so ein bisschen, durch die Gegend cruisen und zu Gigs kommen und sowas. Das stimmt auch, ja. Hattest du Zeiten, wo du dich wirklich zerstritten hattest mit Bandmitgliedern, nur wegen Stresssachen, die aus Bandsachen kommen? Oh shit. Nee. Also ich nicht. Nie? Nee. Das auch wieder. Also meines Erachtens noch nicht. Das haben immer die anderen irgendwie erledigt. Aber das auch zu sagen... Deswegen bin ich so gerne in Bands. Ja, ja. Man kann den anstrengenden Scheiß auslagern, ne? Das Drama und die... Unweigerlich. Und die Schlägereien. Ein grundfreundlicher, sympathischer Mensch, der dem Streit aus dem Weg geht und umtänzelt. Naja, geht so. Also es gibt immer mal Streitmomente, aber es ist halt dann... Nie so gravierend, wie man deeper, jetzt... als man denkt. Dafür hat man dann seinen Manager, ne? Hoffentlich. Ja. Nee, ach, das. Ja, also gestritten habe ich mich schon, ne? Aber es war jetzt nicht großartiges. Aber das ist ja auch stressig einfach, wenn du wenn man mit einer Band unterwegs ist. Ich glaube, Streit ist einfach auch das falsche Wort. Ich würde eher sagen, so eine Argumentationsszene ist öfter mal stattgefunden. So, und das ist immer okay, ist auch gesund. Argumentationsszene? Also du meinst, wenn einer was will und ein anderer das nicht will und einfach dann diese. Ja. Okay, alles klar. Das man sehr häufig. Diskutiert lauter. Genau. Vielleicht mal so. Also ich habe Streits mitbekommen innerhalb der Band, aber da war ich dann meistens nicht beteiligt. Das ist auch immer schön. Es ging dann mehr um dich, ne? Außerdem kann ich super gut wegrennen. So, die Drohung für jeden Schläger. Ja. Ich bin viel zu schnell. Also im Moment ist mein Fuß ein bisschen kaputt, also dann geht das nicht so gut. Super. Ja, aber dann fängt man gar keinen Streit, lieber gar nicht erst an. Richtig. Smartness. Ja. Smartness. Da übe ich mich. Du hast also durchgehend gute Erfahrungen eigentlich mit Musik gesammelt und Bands. Das ist so, kann man so festhauen. Doch, ja, doch schon. Also im Großen und Ganzen das überwiegt. Gibt es vielleicht die eine oder andere furchtbare Bühnenerfahrung? Oh. Ich wühle tief, ich muss da irgendwas Negatives bei dir finden. Oh yeah, jetzt haben wir Gold gefunden. Zumindest so ein, zwei Geschichten kommen mir da auch in den Kopf. Aber erzähl mal, was ist so dein Favorit gewesen? Das Schlimmste ist, dass ich nicht mal alles erzählen kann, weil ich... Mist, jetzt bin ich drin in einem misslichen Lager. Weil Bier ist lecker. Ja. Ja. Du musst nichts Illegales erzählen jetzt hier. Du brauchst überhaupt nichts erzählen, wenn du nicht willst. Diese Live-Erfahrung ist immer geil, aber die Umsetzung dessen, was man da präsentieren möchte, war
teilweise katastrophal. das war so interessant, als wir hier mal im Lockshop mit Container Kid damals aufgetreten sind. Container Kid kann man sich auch anhören über Bandcamp. Es ist auch eins meiner persönlichen Lieblingsprojekte, die aktuell noch so zu finden sind. Halb Mensch, halb Kakadu heißt das Album. Wundervoller Name. Der Titeltrack, den haben wir hier versucht zu performen und das war so geil. Ich hatte auf einmal halt Blackout. Ich glaube, ich wusste teilweise nicht mal, wo ich bin. Weil das, ich habe es nicht genug geübt, weg. Den Song. Okay. Und in der Zwischenzeit, der war schon da aufgenommen, glaube ich. Nee, war er noch nicht, er war noch in der Mache. Aber das meiste stand schon. Und ich habe die anderen Songs eher geübt. Und, und dann hast du so einen Horror-Blackout vor Leuten auf der Bühne. War das irgendwie das hatte ich, und dann haben wir das, ich weiß nicht, wie es gerettet wurde oder ob es gerettet wurde. Also es war auf jeden Fall für mich so. War das ein Heiligabend oder so? Kann das sein? Unangenehme Situation. Ja, das, ich glaube, das habe ich gemischt. Oder ich war zumindest da. Und lass mich, also soweit ich mich erinnern kann, das ist ja jetzt auch ein ganzes Weilchen her, ist das aber halt keiner Sau aufgefallen. So. Ich denke mal, das wird... Ich glaube, ich habe sogar ein, zwei Leute lachen hören. Ja, okay. Es waren noch ehemalige dann. Mitglieder von Nukular dabei. So. Und das Witzigste ist, der Gitarrist Thorsten, der Nukular-Gitarrist, der hatte dann, glaube ich, gesagt so, ey, am besten hat mir dieser eine Part von, wie heißt der noch, halb Mensch, halb Kakadu gefallen, sondern... Hat aber nichts von dem Verkacken erwähnt. Yes. Und, okay, die Leute denken, das war ein Song, dann ist das schon in Ordnung. Das ist tatsächlich echt so. Aber da kommt vielleicht, was du gesagt hast, am Anfang wieder so schön rein. Wenn man das Session machen so und daher kommt, dann kannst du solche Verpatzer vielleicht auch retten am ehesten, weil du dann eher in diese, jetzt muss ich spontan irgendwas machen, bevor ich nichts mache. Also wir haben da schon ganz schöne crazy Music gemacht. Ich glaube, es war einfach auch nicht so richtig greifbar für die Leute. Und dann kann man das schnell mal so aussehen lassen, als wenn man... doch nicht gestolpert ist. War das der... sowas ist das Unangenehmste für dich auf einer Bühne? So ein Nicht-Wissen... Oh shit, Blackout, jetzt genau. Blackout. Also nicht wissen, was jetzt kommt. Das, und deswegen... Und gefordert sein, so das gleichzeitig auch noch. Also mein Anspruch an eine Band ist auch immer, regelmäßig vernünftig proben. Ey. Das stimmt. Es gibt so viele Leute, die das einfach nicht hinkriegen oder nicht machen wollen. Oder, also eigentlich geht es ja echt darum, das zu wollen, weil sonst macht man es natürlich im Endeffekt nicht. Ja. Man merkt also das wirklich, auch. Dass der Wille auch da ist, sich ein bisschen zu quälen mit, ich spiele den Song jetzt halt doch mal fünfmal an einem Tag. Oder das nur. Liebe ich. Ja, aber es macht nachher den Song auch wirklich gut und ich glaube... du veränderst vielleicht noch ein, zwei... man lernt sich erkennen, ne? Ja. Und vor allen Dingen das Blackout fällt halt ein bisschen weg, wenn er so verinnerlicht wird, der Song. Man denkt nachher nicht mehr darüber nach, man hat den das einfach ist ein so... ein motorisches Gedächtnis Da finde ich, fängt es an, richtig spannend zu werden, weil dann lebst du ja diesen Song und erlebst ihn auch nochmal vor ist so, Leuten. Das hängt wieder so ein bisschen fast wieder damit zusammen, mit dem Musik reinfallen, nicht wahr? Ja, richtig. Du kannst es nur, wenn du dich darauf verlassen kannst, dass deine Arme und Finger weiter das machen, was sie sollen. Ja. Nur so kannst du von deinem Kopf her weg irgendwie. Absolutely. Maxi, yay. Was sind so deine Live-Präsentationsbühnenerfahrungen? Ich habe gar nicht so viel. Ich bin ja nicht so wirklich als Mugger in der Nähe von Bühnen unterwegs, sondern mehr so als... Davor, ne, auch? Ja, ich bearbeite den Scheiß ja eigentlich eher. Alter, ja, ich glaube... Weiß ich nicht. Ich hab mal was gehört, das hat Kreuz bei mir erzählt. Aber wäre das peinlich jetzt? Nee. Erzähl. Obwohl... Ja, nee, erzähl, okay, nee, erzähl, ist alles gut. Hattest du nicht mal auf irgendeinem Schloss irgendeine Schlager-Rocknacht gemacht, so mit so Bikern oder so? Hattest du da nicht gemischt? Klingt irgendwie nach einer Amalgation von vielem, was ich mache. Du bist Schlager, Rocker. Also, was ich auf jeden Fall mal gemacht habe, war irgendwie mal so ein Stadtfest in einer. Also, das klingt nach meiner Stadtfestzeit. Ich bin mal irgendwie so 2 Jahre lang auch mit einem gemeinsamen Bekannten zusammen als Besatzung für so eine Truckbühne unterwegs gewesen. Also, da hatte ich, worauf ich auch hinaus wollte, ist, also. Das kannst du unbedingt bitte gleich weiterführen, aber ich glaube, das würde ich nicht aushalten. Das ist für mich, also es quält mich halt, sowas zu hören dann so. Ich kann das verstehen, aber ich habe da echt, also jetzt vor allem jetzt so in letzter Zeit, habe ich einfach echt eine gewisse, kriege ich einfach den Disconnect hin zwischen dem, was ich höre und dem, was mir gefällt. So. Das ist nächstes Level an Musikliebe, der man liebt einfach Sounds, egal. Gute, klingende, clean Sounds. Aber der Mann liebt einfach Konzerte und findet auch super geil, dann da vielleicht ein bisschen Geld für zu bekommen. Ja, das hängt auch das mit dann macht. Zusammen. Und es ist also, das Ding ist einfach so, dieser
Ich habe kurz auch meine Zigarette geleckt. Habe ich gesehen. War lecker. Manche rauchen die, wir lecken nur, damit genau. Wir gesünder bleiben. Ich hatte das, hatte mal irgendwann mal so einen Tag, das war in Lübeck eine Veranstaltung, auch mit dieser Truckbühne. Und da so Stadtfestveranstalter haben das meistens nicht so mit Gehirn. Wie darf man sich so eine Truck-Bühne vorstellen? Also das Ding war jetzt allgemein ziemlich geil. Das ist ein Unikat und das ist ein 40-Tonner, also so ein Auflieger. Und den kannst du dann ausklappen, dann wird die Wand vorne irgendwie dann zum Bühnen, halt zum Bühnendings. Und der Boden ist auch Bühne und die Wand hinten ist dann... Auch so ein Bühnendings. Auch so ein Bühnendings. Krasse quasi. Scheiße, und dann hast du halt irgendwie tatsächlich über die so ziemlich komplette Breite und dann klappen Länge... Klappen sich die Räder so um noch und nee, dann kommen da Düsen raus. Ja, ich wollte gerade sagen, schwebt es... Nee, aber dann kannst du zum Beispiel, dann ziehst du so ein Ding raus und dann ziehst du einen Haken runter und dann hängst du dein Line-Array dran, so gleich mit allem dran. Das hatte der Typ selber gebaut und dann tatsächlich auch patentieren lassen. Das ist ein ganz cooles Ding gewesen, so richtig mit so Hydraulik, so geil. Das Dach hoch und das ist jetzt Transformers patentiert. Ja, das ist, weil der hat das echt, der hat das tatsächlich echt komplett selber gebaut und entworfen. Hat er auch einen Eierkocher drin? Nee, ja doch. Also so inzwischen, deswegen mache ich da auch nicht mehr so viel mit, der Mann wird jetzt alt und der hat nicht mehr so wirklich viele Leute, die sich irgendwie um die Bühne kümmern an sich. Alright. Ja, und er kann aber auch nicht wirklich so gut bezahlen, so weil er irgendwie so super alte Deals irgendwie mit den Veranstaltern Shit. Hat und dann schlecht verhandeln kann. Und deswegen, werden die Veranstaltungen halt irgendwie jedes Jahr noch abgegrast und es wird immer noch gehofft, dass die Bühne das irgendwie soweit noch macht. Das ist alles so ein bisschen hoity-toity, aber auch ganz sympathisch. Und okay. in einer dieser Ausgaben hatte ich dann einen Tag, da irgendwie hintereinander drei Top 40 Bands gespielt. Und das war das, glaube ich, wovon er mir erzählt hat. Raider okay, Love? Habe ich es einfach, ja, vielleicht. Also und ich habe viel interpretiert. Wo ich an einem Tag dreimal Raider Love gehört habe, von drei verschiedenen Bands. So wunderschöner Arbeitstag. Das war dann der Tag, an dem mir klar wurde, so entweder... Im Radio schon auf den Sack gehen. Ja, also verstehe mich nicht falsch, das ist ein geiler Song. Ich mag den eigentlich richtig gerne. So. Okay. Aber wenn das dann irgendwie 12 Leute machen und auch irgendwie alle nicht so wirklich gut... So eher irgendwie, ich kann's rein! So, ne? Dann wird dir relativ schnell klar, dass du entweder das... Laser scharf. Dass du, ja. Yes. Radar. Dass du entweder eine gewisse professionelle Distanz irgendwann aufzubauen lernst oder halt fuck all gehst. Ich bin ja aber auch kein Künstler. Ich bin ja quasi Dienstleister so in dem Kontext. Also ich hätte mich versucht einzugraben oder so. Hab ich auch. Das ist der Skill nachher. Guck mal. Jetzt haben wir die Horrorsituation, die du als auf der Bühne stehender Mensch einmal durchgemacht hast, yes. angesprochen. Jetzt haben wir den Management- und Bühnenaufbau und Sound-Engineering drumherum angesprochen. Was hast du denn eigentlich so für Horrorgeschichten hinterm Schlagzeug? Das kann ich gleich noch erzählen. Ich wollte eigentlich auf das Publikum endlich einschlagen, weil wir es endlich verdient haben. Aber ich kann auch kurz, das Schlimmste, glaube ich, ich habe viel. Ich bin mal betrunken hinterm Schlagzeug runtergefallen während des Auftritts, weil ich zu betrunken war. Ja, jetzt haben wir alle einmal, jetzt musst du mega auch geil. Das richtig toll, war aber Punkrock genug. Also es war so ein richtig toller Punkrock-Abend, nur Punks im Publikum und haben das auch gefeiert. Aber ich glaube, das Schlimmste, was ich jemals hatte, war, als ich in Lübeck im Burgtor einen Auftritt gespielt hatte und der ganze Saal war plötzlich voll und wir waren das gar nicht gewohnt damals in der Zeit. Yeah. Und ich habe auf einer Snare gespielt, wo der Ständer einfach weggebrochen ist. Und ich musste die ganze Zeit, während ich so Hi-Hat und Bassdrum gespielt habe, mit meinen Knien so dieser Snare zwischen meinen Beinen festhalten. Und seitdem habe ich halt Oberschenkelmuskeln wie Captain America. Aber das war der schlimmste Auftritt, wo ich auch am schrecklichsten gespielt habe und nichts hat gepasst, weil das ganze Gefühl war weg. Ich kann das bestätigen, seine Oberschenkel sehen wirklich aus wie Captain America. Ja, es war nicht schön, es war überhaupt nicht schön, aber zum Glück komme ich da jetzt zu meinem nächsten Teil. Ich hasse das Publikum, deswegen ist mir egal gewesen. Nein, hast du schon mal erlebt, dass du irgendwo aufgetreten bist und das Publikum einfach scheiße war, wo du wirklich von dir aus sagen könntest, das hat einfach nicht gepasst, die hatten überhaupt keinen Bock auf die Musik? Ich entziehe mich der Bewertung des Publikums durchgehend. Nice. Ich versuche immer von unseren Gästen das Schrecklichste rauszukitzeln. Die sind da, ich bin da, let it happen.
Der Schrumpfkopf sitzt dann hinter dem Schlagzeug und hält immer so Tafeln hoch. 5 von 10. Naja, ich bewerte das Publikum durchgehend. Der Applaus, da kann man auch besser klatschen. Der eine in der Hecke hat krumm die Hände gehalten, der hätte den Sound besser rausgekriegt. Ich bewerte das. Man muss das auch so. Bei dir wird mir schlecht. Du solltest mal wieder deine Mutter besuchen. Hol dir ein Bier, du Arsch. Boah, das ist eine zu tiefe Bewertung. So schrecklich. Ja, aber ganz im Ernst, das würde ich mir angucken. Wenn das so ist dann auch schon wieder Entertainment, ne? Ja, eben. Was magst du denn lieber als Konsument, als selber im Publikum stehender? Magst du Bands, die so eine Show wirklich abliefern oder Leute, die ihr Programm durchballern? Also es ist so, Leute, die ihr Programm durchballern, scheren sich nicht so sehr irgendwie toll auszusehen dabei. Mhm. Und Leute, die eine Show designen und irgendwie total drauf achten, jetzt um das extrem zu nennen, wie das denn visuell rüberkommt oder so, oder wie das denn... wie kann ich die Leute verzaubern mit dem, wie ich mich bewege oder wie ich aussehe? Ach, da wird mir richtig schlecht, Alter. Ich will authentische. Ja. Darf ich Künstler sagen? Keine Ahnung. Ja, unbedingt. Ja. Das ist ja nur eine Definitionssache im Endeffekt. Das kommt aus dem Kontext schon rüber, was du meinst. Ja. Ich bin da bei dir. Ich glaube, da trennt sich das, was wir auch immer im Podcast sagen. So Künstler und berufstätiger Mensch oder Geldverdienender. Was ist denn so ein Künstler? Der hat mit Geld ja gar nichts zu tun. Kunst ist ja erstmal so freigestellt. Im Optimalfall nicht, davon, nee, das stimmt. Im Optimalfall kriegt so ein Künstler seine Rechnungen und seine Mieten vom Management bezahlt, ne? Ja, es sollte dann im Idealfall sollten wir so sein. Es doch schon unterscheiden. Nee, auch da gibt es ja echt so hunderte von verschiedenen Abstufungen, wie sehr du dich irgendwie da institutionalisierst mit deiner Kunst. So. Ja. Ob das du ist das ja jetzt auch wirklich jedem sich selbst überlassen, wie tief sagen du wir jetzt Geld vibrierende Typen. Ja, genau. Boys. Yes. Das Vibration ist Boys and Girls, natürlich auch. Hey, die Frauen gehören dazu. Unbedingt. Aber ich habe nicht so richtig viele Mädels in der Mugge gesehen bisher auf der Bühne. Nee, ich auch nicht. Aber die meisten, oder nee, eigentlich alle, die ich gesehen habe, waren hart authentisch. Ja. Yeah. Ich glaube, Jaguar oder so heißt eine Band, die kenne ich durch Herrn Kerem Butz, der macht auch ganz viel Mischkram. Auch echt fortgeschritten an verschiedensten Pulten. Nice. Und der ist mit denen getourt. Und die habe ich dann im Zufall mal in Kiel gesehen. War das Medusa? Ich glaube Medusa, ja. Hm. So im Garten. Alter Schwede, diese Frau da am Bass, die dann auch gesungen hat, die hat sich genauso darin verloren. Und die hat sich nicht darum geschert, wie das denn aussieht. Ja, im Optimalfall ist das geschlechterunabhängig, ne? Genau, und das meine ich ja sowieso. Aber die wenigen Frauen, die ich gesehen habe, die waren super cool und authentisch und die war auch noch. Ja. Es ist halt, glaube ich, einfach keine Szene. Die Musikerszene, wie wir das eben gesagt haben, ist halt, du fährst in kleinen Autos rum, es ist alles nicht so viel Geld, es ist dreckig, es ist viel Stress und nervig. Nachts um 3 noch das Equipment wieder in den Proberaum laden. Ich glaube, viele Mädchen stößt das auch ab. Das ist dann bleiben auch wir Eigenerfahrung bei Vibration mehr bei mir. Boys. Nein, wenn Girls vibraten wollen, dürfen sie das ja auch gerne tun. Es kann ja durchaus sein, dass irgendwie die eine oder andere echt wirklich so ein bisschen abgeschreckt ist durch die. Also es herrscht ja nun mal doch teilweise ein gewisser verhältnismäßig rauer Umgangston in so. Das meine ich also. In dem Umfeld. So ein bisschen abschreckt. Teilweise. Also das die ist, Mädels, die in dieser Gesellschaft sich entwickeln lassen haben durch die Medien um sich rum und die Eindrücke der Mitläufer um sie herum, die haben damit bestimmt ein Problem. Aber es gibt auch sehr eigenständige und total klasse Girls, absolut, die damit absolut super klarkommen. Das hast du schön gesagt. Das hast du schön gesagt. Das hast du schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, es geht genau darum. Es gibt da gar keine Trennung zwischen Geschlechtern und irgendwas anderem. Nö. Es gibt halt nur, wie lässt sich das Individuum. Die geschaffene jetzt Trennung. Ja, genau. Die lässt Scheiße. Lässt du dich darauf ein, dass du einfach irgendwas mitläufst oder einfach was hinnimmst oder bist du selber? Ja, das stimmt. Ja, ich darf nicht aufstehen. Ne? Das reißt mir was vor. Ja, natürlich. Sorry. Ich mache Max das Leben einfach zur Hölle. Der Toner kriegt schon wieder einen Herzanfall hier. Einzelne Tränen auf dem Pult. So geil, ach was, ich bin ja Kummer gewohnt. Danke. Das ist ja, siehst, ist ja alles in Ordnung. Das sind so viele schöne Erfahrungen. Ich glaube, ich habe aber weitaus mehr schöne Erfahrungen auf Bühnen gehabt. Mir hat das immer Spaß gebracht, wenn das funktioniert hat. Irgendwie hatte das so ein... Wenn eine Band gut funktioniert, ist das so egolos. Dann hast du nicht diese ich bin jetzt der Frontmann, voll geil und sowas, sondern dann ist das eher so eine Feier mit allen, die da sind. Das hat mir immer richtig geil gefallen.
so sollte für mich auch Musik am ehesten laufen. Ich finde, diese ganze Geldsache sollte da auch keine Rolle spielen. Da hat Plevka recht. Also tut sie sowieso, kannst du dich nicht dagegen überall wehren, ja schon genau. So. Ja, aber eben. Gerade bei Musik hast du so eine kleine Pufferzunge. Kannst da auch mit wenig Bühnengestaltung einen mordsgeilen Abend haben. Sagen wir es mal so, yes, ganz stumpf. Ja, ja. Ne? Ja, yeah. Aber und jetzt haben wir immer so antikapitalistisch geredet. Was war denn so der pompöseste Scheißauftritt, den du jemals hattest? Auf so einer riesen Kretschbühne mit Lichttechnik und Feuerwerk auf deinem Kopf vielleicht. Boah. Mit Christina Aguilera in der Pumpe. Geil. Nein, das ist... Sau fucking in meinen mein Sessel brennt. Ich glaube, ich erinnere mich an nichts derartiges, was so doll pompös gewesen wäre. Naja, nun, ne? Man muss auch nicht immer alles irgendwie hier. Ich habe ja auch nichts. Ich wollte nee, nur mal fragen. Ich dachte, wir klatschen mal dem Kapitalismus auch mal ein High Five zu, aber klappt ja, nicht. Klappt nicht. Nee, Kapitalismus hat er einfach keinen Bock drauf. Der hat Besseres zu tun. Er ist auch selber schuld. Er ist selber schuld. Wir sind ihm entgegengekommen. Können wir jetzt nicht, kann er nicht behaupten, dass wir da jetzt irgendwie nichts versucht hätten. Wir haben alles gegeben. Kapitalismus, du hast nichts zu suchen, wenn wir über Kunst reden. Nee, im Optimalfall tatsächlich echt nicht. Das stimmt schon. Toll, wenn Kapitalismus so ein Tier wäre. Kleiner, stinkender, ich mag Waschbär sagen. Waschbär? Waschbär. Ja. Im Moment bin ich noch auf dem Waschbär-Turn. Ja, die sind auch die kriminellsten Tiere vom so Aussehen schnuckelig. Her. Und schnuggeligsten. Die kriminellsten und schnuggeligsten Tiere vom Aussehen her. Das sind die aber tatsächlich beides, also. Ja, und einer heißt Kapitalismus. Kapitalismus der Waschbär. Ich sehe da jetzt schon eine neue Serie, die samstags morgens auf Nick laufen. Kapitalismus, der Waschbär, der kleine Waschbär-Kapitalismus. Gibt es so ein Video, wo so ein Waschbär Katzen das Futter klaut? Ja, oder so? Ja, der geht so auf zwei Beinen dahin und hat irgendwie die Pfoten auf, glaube ich. Geil. Ja, ist meins. So, ciao, Leute. Geil, ey. Virale Videos. Ein Klassiker. Manchmal ertappe ich mich wieder bei Katzenvideos. Das ist so dieses, wenn man dann das Rabbit Internet Hole runterfällt auf YouTube, war, ne? Das, oh, da kann man nichts gegen machen manchmal. 10-mal auf Play gedrückt schon. Aber ich find bei diesen YouTube-Blödsinn-Sessions so 1 Uhr nachts alleine zu Hause die geilsten neuen Bands. Ja. Mhm. Das ist total verrückt, was ich da... YouTube war, ist eigentlich so toll. Man kann den ganzen Abend lang sich zwischen Katzenvideos und neuen Bands und blöden Videos rumhangeln. Absolutely. Es ist wie als ob du gar keine anderen Menschen mehr brauchst. Aber leider YouTube und dich. Aber leider nicht mehr lange. Den Zombie-Modus. Ja. Max. Nö, alles gut. Also weil ich habe dann so viel Input gekriegt wieder. Leider sucht man ja auch immer nach denselben Sachen. Ja. Und dann. Man weiß ja, was man mag. Es ist immer noch so viel dabei, dass du Inspiration kriegst und wieder an die Gitarre hechtest. Ja. Und die ist glücklicherweise neben meinem Bett. Tada! Tada! Eine der 9. Wie viele Gitarren hast du? Ich habe 9 Gitarren jetzt. 9 Du hast Stück? 9 Gitarren? Ja, leider. Ich habe immer gedacht, du hättest irgendwie 2. Nee, also ich sehe dich immer nur mit dieser Stack, mittlerweile auch alle 9, weil manchmal passt der Sound besser zu dem. Erzähl mal ein bisschen, was hast denn du so? Ja. Yeah. Was führ uns mal ein bisschen rum in deinem Gitarrenfundus. Erstmal gibt das alles Sinn, dass du dir nicht so viel Mühe um Geld machst. Wenn du dir 9 Gitarren leisten kannst, dann ist alles in Ordnung bei dem Mann. Nee, das ist über die Jahre angesammelt einfach. Ne? Ein paar sind selber gebaut. Mit dem Kumpel Newton ja letztens drüber nochmal kurz unterhalten. Und der hatte da 2 Bässe hängen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und er sagte, ja, ich habe mir das irgendwie versucht abzugewöhnen. So Instrumente anzuhäufen, was eigentlich okay. So sinnig ist, einfach auch. Ja. Aber ich muss sagen, ich kann jede Gitarre gern mal anpacken. Das ist immer auch ein ganz großer Unterschied für dich, oder? Sind das die Details nachher, die dich denn flashen an den verschiedenen Klampfen? Ja, doch. Also es sind Single Coils dabei, 2. Eine davon ist richtig toll, von Vintage. Die machen so Fender-Gitarren nach. Und da haben sie eine richtig nice gemacht, genau. Schick. Lässt sich richtig schön spielen. Ich mag, dass die Regler auch hinten sind und ich freies Feld habe für Shredding. Ja. Und sehr klare Klänge kommen da raus, dass auch Tapping mal und Single Notes mal geiler rüberkommen und so.
Damit habe ich die Antisof aufgenommen auch, die Platte. Okay. Die jetzt kommt. Die aktuelle und, tatsächlich? Ja. Das ist Insiderwissen. Es gibt schon was. Ja, 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 habt ihr hier gehört? Andere Gitarre, das ist eine halbakustische Hackström. Und die, ist, wenn sie zerrig ist, richtig giftig. Mit der habe ich die Container Kit Platte eingespielt und die jetzige rausgekommene Unrest Online Veröffentlichung da. Mit V geschrieben. Funrest. Nicht auf meinem, ja, Funrest. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Oder ist nicht meine Idee gewesen, da hänge ich mich an den Drummer dran. Der wollte mich da als Gitarristen auch haben bei und dann habe ich das mit dem gemacht. Aber egal. Das hatte ich mir aber auch, habe ich auch mal reingehört, ist auch ganz geil. Also was heißt reingehört, das habe ich auch mal durchgehört. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen. Also wie es ja entstanden ist, hast du ja jetzt gerade gesagt, aber worauf ihr damit hinaus wollt. Wollt ihr auch Richtung Bühne und später Album? Sehr gerne ist das erstmal auftreten, nur so ja, auf jeden Fall, weil das ist für uns beide einfach so, ja. Also wir haben das auch schon breit getreten, das Thema, aber es ist Expressionismus. Also die Songs entstehen auch so, ey, Alter, Yannick heißt der Mann, ich habe jetzt hier einen Riff, was geht? Und dann fängt er schon an zu spielen. Ja. Und Wahnsinn, das Riff, ja, es fließt einfach. Deswegen ist es auch weniger komplex, die Musik, sag ich jedenfalls, aus meiner Perspektive, weil es recht eingängiges Death-Geschredde ist mit bösen Tönen und instrumental. Ich konzentriere mich auch nur auf die Melodien. An der Gitarre. Ganz geil. Deep. Vielleicht. Das überlasse ich denjenigen, die es hören. Manchmal haust du auch drauf. Hier kommen wir die ganzen tiefen Details vom Album machen. Hast du denn auch ein paar verschiedene Amps oder läufst du die alle übereinlaufen? Ein Orange-Kombo, der recht schnell anfängt zu feedbacken, wenn ich da mein billiges Distortion-Pedal gegenüber hänge. Finde ich geil. Ja, okay. Das geil. Benutzt er. Okay. Das ist irgendwie ein netter, aggressiver, lauter Sound. Da ist der Clean-Sound nicht so geil, aber dann habe ich noch einen Marshall. JCM 900, glaube ich, heißt das Ding. Bin so ich so der Hardware-Nerd. Als Top direkt? Als Top und Box? Ja. Oder ja, krass. Eine Fame-Box, die macht nicht viel her, aber ist egal. Es kommt auf den Sound an. Also der Job einer Gitarrenbox ist ja eigentlich auch nur, den Sound vom Top zu dämpfen. Kann das sein, ja. Ja, wenn du einen Gitarrentop irgendwie per DI abnimmst, dann kriegst du da echt nur so Schranz. Und wenn du mal irgendwie versucht hast, eine Gitarre in der DAW mit so einem Amp-Simulator zu spielen, so, dann klingt es meistens nur scheiße. Und das liegt eben daran, dass du da eine Box brauchst, die hohen Frequenzen nicht wiedergeben kann. Das ist der Grund, das ist der einzige Grund, aus dem elektrische Gitarren so geil klingen. Finde ich total faszinierend. Dass das du echt nur diesen. Deepes Know-how, was ihr hier lernt, Freunde. Wir was gelernt hier. Wenn wir all den neuen hübschen Klampfen, die du zu Hause hast, versprechen, dass wir keiner von denen was sagen, hast du denn einen Liebling? Oh. Oder ist das so ein. Also die Vintage-Gitarre ist schon sehr geil. Mhm. Also die spiele ich einfach gern. Da ist nur die Brücke und ein bisschen scheiße. Die schreddert mir die dünnen Saiten weg, deswegen habe ich mir jetzt stärkere Saiten geholt. Aber die mag ich im Moment zumindest am liebsten. Spiel aber jetzt gerade meine neueste, das ist auch wieder so eine Hackström, das ist so eine, da müsste ich jetzt in mein Handy gucken, wie die genau heißt, aber das ist so eine mit einem ganz kleinen Korpus. Okay. Und die ist auch schön leicht und ist das so ein Les Paul Verschnitt oder kannst du vielleicht sagen, nee, ist doch schon ein eigenes Design ziemlich. Okay. Und aber die ist auch super geil spielbar, auf der spiele ich im Moment auch richtig gerne. Nice. Schnelle, schredderige Metal-Sachen. Schrelle, schnedderige Sachen. Ich hänge sehr lange jetzt schon auf Death Metal, alten Death Metal fest. Viel Geschwindigkeit. Ist auch viel Platz da, ne? Die Takte sind tatsächlich sehr lang. Ja, genau. Weißt du das so? Alte Cannibal Corpse Sachen, Nile. Ich kann Fader schieben. Stuff like that. Nice. Yes. Hast du Bands, wo du sagst, oder generell Künstler, die du als Vorbilder hattest oder immer noch hast? Die dich so inspiriert haben in dem, was du machst oder am Anfang inspiriert haben? Ja, da war die anfänglichen Sachen von Fall of Troy, der Gitarrist von denen. Dann so Hella, der Drummer, Zach Hill und Spencer Seam an der Gitarre. Die haben mich auch richtig doll beeinflusst. In ihrer Herangehensweise, wie man Musik schreibt halt irgendwie. Michael Jackson mit seinem Gesang eigentlich nur. Die Person kenne ich nicht, keine Ahnung, wer das war. Weiß auch, glaube ich, niemand. Aber wen hat der nicht beeinflusst, tatsächlich? Der King.
Björk, ganz klar, auf jeden Fall Björk richtig auch. Hart Björk. Weil ja, ich kann mich daran erinnern, dass es ein Dauerbrenner aber schon bei dir schon immer war, Björk. Ich mach die an und dann bleibe ich drin hängen. Irgendwie. Das ist schöne Musik. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe mich mit Björk auch so noch gar nicht befasst. Ach ja, und Radiohead. Thom Yorke. Ja. Das ist der Shit. Yes. Ich mag seinen Stuff einfach richtig gerne. Aber das war nie so, dass du da irgendwas großartig dir an das mache ich nachgeholt hast. Das sind eher nur Einflüsse gewesen, die dich vom Energy Drive getrieben haben. Vielleicht hört man das irgendwo ein bisschen raus, weiß ich nicht genau. Nö, hat mich einfach inspiriert, so um darauf einzugehen. Und Roy Orbison auch richtig doll. Wenn ich einen Roy Orbison-Song höre, dann will ich singen ganz viel. nicht die neueren Sachen, sondern die ganz alten Sachen. So, die sind richtig doll geil. Ich habe da so ein Best-of-CDchen irgendwo für 5 Euro weggesnatcht. Und das war die Erfahrung. Kreuzbein und ich haben diese Songs da aus der Zeit richtig hart gefeiert. Das hat so ein bisschen den Charakter noch von so alten Platten, die damals rumgegangen sind. Ich habe eine Platte gekauft, das ist was ganz Besonderes. Wir hören die jetzt. Ja. Ich finde das total schön. Es ist so untergegangen in dieser. Da ist jetzt wieder ein Song auf der Plattform hoch. Übersättigung. Ja, ich schicke dir einen Spotify-Link. So, das genau. Da gab es mal eine Szene, da sind Kreuzbein und ich, also Kreuzbein ist der damalige Container-Drummer und ein sehr guter Freund von uns, liebes Publikum. Yes. Durchaus. Und er ist, da sind wir auf dem Hurricane rumgelatscht, weil ich wollte auf dem Hurricane Converge und ich glaube die Blood Brothers oder so sehen. Waren nicht so viele Acts am Start, so die ich sehen wollte, aber mein bester Kumpel und Kreuzbein, die waren auch da. Und dann sind Kreuzbein und ich irgendwann völlig hacken, wie das dann so ist auf so einem Festival. Hacken. So von dem Snob-Gefilde, wo wir waren. Das war einfach nur Rasen und Zelte, yes. Die nicht völlig zerschlammt waren. Langweilig. Rübergegangen sind ins Death Camp, wo yes. Alles Fallout war. Fallout Zone mit irgendwelchen kriechenden Menschen, die Death aus der Pfütze raussteigen. Yes. Das ist nackt geil. Sympathisch. Und sind dann so Arm in Arm so im Schlamm immer mal hinfallen so und haben Roy Orbison ganz laut gesungen. Das war irgendwie so geil, Weltuntergangsstimmung. Oh, nice. Vielleicht, fuck everything. Vielleicht können wir da ganz kurz noch zum Schluss drauf eingehen. Wir haben jetzt irgendwie schon fast eine Stunde, also wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde voll. Das ging super duper schnell für meinen Geschmack, das hätte ich nicht gedacht. Du hast gerade Kreuzbein gesagt und ihr seid ja aber auch mal im Internet aufgetreten, ne? Ja, frage ich einfach mal so ganz dreist und fast ein bisschen ketzerisch, was da los? Warum geht das nicht weiter? Ach so, Lüt und Lüt. Genau. Die Idee, einen kurzen zu trinken und dann ein Thema zu präsentieren, was man dem anderen vorher nicht erzählt hat und danach die Brücke zu schlagen, das haben wir nicht mehr weitergemacht, weil irgendwie habe ich andere Interessen dann priorisiert und Kreuzbein auch. Und wir wollten von Anfang an nicht, dass das gezwungen ist. Es wurde nur relativ regelmäßig. Und wenn das ungezwungen und lustig ist, dann ist das geil. Und wenn wir uns aber dann dazu festgenagelt hätten, dann klar. Deswegen haben wir aufgehört. Und es sind auch im Netz sind irgendwie auch Folgen verschwunden, die ich jetzt immer irgendwie. Verschwunden? Ja, es kommt, da ist so eine Folge. Da habe ich eine Tüte auf dem Kopf und habe mich als eine Frau ausgegeben namens Ursula. Und Kreuzbein hatte auch irgendeine Maske auf. Aber die Folge finde ich nicht mehr. Die habe ich auch nie gesehen. Die ist ganz schön. Jetzt könnt ihr alle da draußen mal alle eure Möglichkeiten und Ressourcen aktivieren und könnt mal dieses Video jagen. Und YouTube anklagen, wenn das weg endlich. Ist. Das macht nämlich richtig Sinn. Ja, wer weiß, was in dem Video passiert ist, dass sie das vielleicht gesperrt haben. Oha! Nee, ist nie was Böses passiert. Nein, ich bin ja erwachsen geworden, glaube ich. Ja. Echt jetzt? Ja. Shit. Wir alle. Wir alle. Ja, gesundheitsbedingt, glaube ich, wird man nur erwachsen. Ja. Ich glaube nicht daran, dass es Menschen gibt, die vernünftig im Kopf sind und klar im Kopf sind und erwachsen werden freiwillig. Ich glaube, es gibt nur Menschen, die aufhören, weniger doll zu sein. Das ist, glaube ich, einfach. Wenn der Körper nicht mehr mitmacht. Ja. Das ist, glaube ich, einfach diese Wippe, die du irgendwann hast. Das hinter dir war auch mal eine Person. Ja. Hi, George. Wenn du zu lange hier bist, dann endest du. Oh yeah. Ja, schon mal jetzt vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebes Publikum der tausendfachen menschlichen Existenz. Wundervolles Publikum, schon mal jetzt Gäste. Vielen Dank fürs Kommen und fürs uns dumme Fragen stellen lassen.
Du musst noch einmal bitte dein Album-Release ankündigen. Einmal Antisof, Ende April, sag ich jetzt mal grob. Dang. Oder vielleicht im Mai, aber das dann, eigentlich wollen wir das schnell mal raushauen. Gibt's noch irgendein Release? iJeans Boys wahrscheinlich dieses Jahr noch irgendwann. Haben wir noch gar nicht angefasst. Der Titel ist noch ungewiss. Das kann ja auch eine Überraschung bleiben, glaube ich, erstmal, ne? Genau. Also wir haben einfach Stuff. Das ist wie Pandoras Büchse. Jetzt würden unglaublich viele Releases kommen. Wir wollen nur die aktuellen nehmen. Alrighty. Und wer sich noch denkt, Mann, das ist ja so ein super sympathischer Heinrich da möchte ich jetzt unbedingt im Anschluss noch viel mehr von sehen, dann entweder YouTube, wie gesagt, die angesprochenen Bands anhören, oder aber Lütt und Lütt auf, wie heißt der Kanal? Empfehlenswert. Ich glaube, Lütt und Lütt. Lütt und Lütt. Kreativ und empfehlenswert. Sehr schön. Das, ich glaube, wir machen dann Feierabend, wa? Wir haben getan, was wir tun mussten. Wir haben diesen Mann in neue Höhen der dimensionalen Reichweite gefeuert auf unserer Plattform. Genau. endlich 15 Leute Aufmerksamkeit. Siehst du, zum Abschluss haben wir noch etwas für euch gesungen. Genau. Wir bedanken uns. Die Bands. Massiv fürs Zuhören. Ihr könnt schon mal Luft holen zum Schüsschreien. Wir müssen jetzt ein bisschen an Zigaretten machen denken, jetzt Freunde. Feierabend. Tschüss. Tschüss.